So, dann mal zu Teil 2. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt bin ich irgendwie. Toll, jetzt bin ich auf die Sprache gekommen bei meinem Fernseher. Jetzt bin ich irgendwie auf Englisch. Scheiße. Toneinstellung? Wo ist denn der Dreck? Ja, wir installieren immer noch. Na, willkommen zu Teil 2. Ich wollte die Videos dann kürzen. Dann kann man mehrere Teile machen und hat da nicht ein 45-Minuten-Video. Ah! Jetzt haben wir Deutsch. Ich Blödmann hatte, bin irgendwie, naja, ich hatte das Video kurz gestoppt. Eigentlich wollte ich gar keine mehreren Teile machen, aber ich hatte gerade was daneben gegossen und bei Cola klebt es rein, da musste ich meinen sofort sauber machen, habe ich mal kurz auf Pause gedrückt. Verpasst habt ihr nichts, denn wir sind noch bei dem Schreiben der 1024 MB-Datei. Das dauert irgendwie länger als gedacht. Ich glaube nicht, dass das bei SD schneller geht, ach, bei SSD oder Speicherkarte, denn wir haben hier einen USB 2.0 Stick, aber wir haben auch diese uralt USB 2.0 Anschlüsse und ich glaube, die können nicht so schnell lesen. Ich weiß jetzt nicht, was die Datenrate von dem USB ist, aber ich glaube, der ist so bei Minimum. Ich weiß gar nicht, wie lange das erste Video geht, aber jedenfalls nicht so lang. Ich wollte jedenfalls nicht wieder irgendwelche,30 Minuten, wie es war, eine Installation machen. Ich weiß so gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, wenn funktioniert überhaupt und wenn ja, wie gut etc. Und wenn ja, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal ein, zwei Teile oder was, Installation. Wenn es installiert ist, mache ich nachträglich nochmal ein Video. Ich installiere ein paar Sachen und mache nachträglich ein Video, wie es denn so aussieht, ob es denn überhaupt läuft und wenn es läuft. Oh, schwarzes Bild ist immer schlecht. Wenn es läuft, wie es läuft, ja, das ist nicht gut. Hallo? Lübde. Oh, ist nur der Bildschirm ausgegangen. So, und jetzt können wir auf Reboot oder One Android gehen. Gut, das war die Installation, so mit Teil 2. Nein, war ein Witz. Wir rebooten jetzt und gucken erstmal, ob der in Android bootet. Ne? Vorher ist das, es ist ja erst eine abgeschlossene Installation, wenn das Betriebssystem auch startet. Da haben wir wieder unseren wunderschönen. Ich habe nur noch HP, ne? Das fällt mir auf. So, Android Debug Mode. Nein, Android x86, 7.1 R2. Ein R3 gibt es von 7.1 nicht. Und wie gesagt, Android 8.1 gibt es nur in der x64-Variante. Und das hier ist einer der wenigen Gurken, die wirklich noch auf, die meisten Atom-Gurken laufen ja schon auf x64-Basis. Das ist aber eins dieser Modelle, die noch auf x86-Basis laufen. Und ihr könnt euch gerne mal informieren, wie ihr unten auch wahrscheinlich seht ihr wahrscheinlich nicht, aber hat man so richtig auflackiertes Blumenmuster am Deckel auch. Da könnt ihr nach Hollandse-Version zum Beispiel gucken. Das ist nämlich die Original holländische Version. Also es ist ganz normales deutsches Gedöns, aber es ist so mit richtiger Blumenlackierung und hier so ein Airbrush mit Blumen drauf und Klarlack drüber auf dem Deckel. Das ist so eine ganz spezielle Version von dem Teil, war auch damals teuer. Also damals, wo die rauskamen, kosteten die Gurken ja auch noch ungelogen eine Menge Kohle. Richtige Menge Kohle haben die gekostet. Festplatte raspelt wie im Bekloppten. Könnt ihr gerade, glaube ich, gar nicht sehen. Aber seht ihr hier unten? Wir haben jetzt hier, ne, also sehr, sehr gute Festplattenaktivität. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal rechnet, wie schnell die Festplatte ist, ist das jetzt ehrlich gesagt auch kein Vergleich. Ja, wir haben ein Android-Schild. Ob noch was passiert, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wie gesagt, zur Installation gehört ein voller Bootvorgang. Und vorher gilt die Installation noch nicht als abgeschlossen, oder? Ich glaube ja nicht. Ja, es hat ein bisschen geladen. Festplatte still, da steht Android. Also es ist auch nicht so, dass hier irgendwie das Android mal so, wie man es von damals zum Beispiel kannte, dass das so rumleuchtet. Festplatte fängt wieder an zu raspeln. Ich bin dazu nicht unschlüssig, weil gerade was Android auf so, gerade auf so einer Gurke angeht. Vor allem, wenn es Android 7.1 ist mit einem Einkernprozessor und 2 GB RAM, ich glaube nicht, dass du damit weit kommst. Ist ja für Handys eigentlich schon viel zu viel verlangt. Aber wir haben eine Akkuanzeige. Wir haben schon mal eine aktive Akkuanzeige. Das ist super. Ich bin begeistert. Die Festplatte raspelt sich wohl. Ah, wir haben hier den Willkommensbildschirm. Ah, die Maus funktioniert. Okay. Boah, die Maus ist viel zu schnell.
Englisch, United States. Festplatte raspelt sich nach. Ich glaube, das muss noch richtig hochfahren, oder? Also, wir haben schon mal hier in der Ecke die Aquanzeige, Englisch, United States, Emergency Vision Settings. Okay. Hier unten auch das schöne Dingelchen. Also, funktionieren tut soweit. Ja. Aha, ich hatte gerade die Sprache angeklickt, jetzt reagiert er drauf. Wie man merkt, hängt hier Maus zwischendurch auch schon fest. Das läuft ja so gut wie ein Handy von Aldi. Das läuft ja genauso gut wie ein Handy von Aldi. Setup ist. Ach, Setup Wizard ist not responding. Aha. Close App. Funktioniert aber nicht. ja, jetzt ist er. Setup Wizard abgestürzt. Das ist nicht hilfreich. Mal ganz leise, das kann ich fürs Blatt raspeln hören. Ja, jetzt kriege ich eine Nachricht, ne, ihr Fotzen. Ihr schreibt ja sonst gerade. Eieieiei. Ja, das ist ja jetzt ein sehr erfolgreicher Start. Aber unsere Akkuanzeige funktioniert noch. Prozess System. Aha. Nein, da können wir warten. Okay, wir kommen nochmal auf den. Wir tun einfach mal so, als wäre das gerade gar nicht passiert. Kommen auf den Startbildschirm. Ah, jetzt reagiert der Startbildschirm auch so direkt, habt ihr gesehen? Sofort, es wird hier, guck mal, sofort in Farm geschmissen. Eieieiei. Ich meine, gut, wenn wir jetzt auf dieser Gurke hier Android 4.4 oder so installieren würden. Was ist? Open App again. Die ist doch schon offen. Was machst du denn hier für einen Blödsinn? Ha. Die Setup-App stürzt ständig ab. Ja, so kommen wir nicht weiter. Wenn wir zum Beispiel so eine Gurke nehmen und installieren hier Android 4.4. Nur so ein Beispiel. Wir installieren jetzt hier auf der Gurke Android 4.4. Würde ich wetten, dass das dann sogar funktioniert und wahrscheinlich sogar flüssig. Ich würde jetzt normalerweise noch nicht mal, ich würde sowas jetzt nicht sagen, wenn ich es nicht mal ernsthaft schon mal vor ein paar Jahren mit Android 4.4. Von ein paar Jahren kann ich gar nicht sagen, von einem Jahr oder so, wenn der Android 4.4 versucht habe und das lief super auf dem Teil und das funktioniert so alles. Die Sache ist, dass man unter Android 5.1 heutzutage gar nichts mehr machen muss. Also unter Android 5.1 brauchst du heutzutage brauchst du gar nicht mehr anfangen, irgendwas zu machen. Unter Android 5.1 kriegst du ja gar nichts mehr installiert. Guck mal kurz. Ja, jetzt funktioniert der Einrichtungsassistent erschreckenderweise. Es ist auch sofort WLAN gefunden worden. Die Festplatte raspelt zwar ein bisschen vor sich hin. Finde ich allerdings jetzt nicht so schlimm. WLAN, ja. Ihr könnt ruhig das WLAN sehen. Das macht nichts, weil der WLAN-Name, sowohl der WLAN-Name als auch das WLAN-Passwort, sowieso nach diesem Video und sowieso dazu noch alle 24 Stunden sowieso noch gewechselt wird. Daher ist das ehrlich gesagt ziemlich relativ, was ihr seht und was nicht. Passiert hier irgendwas? Oder habe ich jetzt irgendwas? Ist das überhaupt ein WLAN? Ach nee, das ist ein fremdes WLAN, sehe ich gerade. Aha. Muss ich mal kurz gucken, was ich hier machen muss. Wir selber, ich kann euch dann aber gerne zeigen hier mit dem komischen WLAN. Also ihr seht, das könnt ihr komplett streichen. Also das ist hier, das ist funktional wie Karl Arsch am Ostersonntag. Also das ist jetzt Android 7.1, okay? Das ist jetzt Versuch Android 7.1. Wisst ihr was? Ich mache jetzt aber, weil mir das jetzt keine Ruhe lässt, besorge ich noch ein anderes Android, sagen wir mal zum Beispiel für Android 5.1 und versuchen das nochmal. In diesem Sinne, bis demnächst.